Freut mich, dass ich dich begrüßen kann zum heutigen Thema. Ich habe gerade eben eine Anfrage bekommen. Und diese Anfrage habe ich nicht zum ersten Mal bekommen. Es geht ganz einfach darum, wie ein Bediensteter einer Behörde, ein Dienstwaffenträger, einen Waffenschein bekommt. Und ganz besonders die Zöllner. Lieber Leser, lieber Zuschauer, der mir diese Anfrage geschickt hat, du wirst es nicht für möglich halten, wie viele deiner Kollegen mich exakt dasselbe schon gefragt haben. Also die Zöllner. Die Zöllner haben das Problem, sie sind ausgerüstet mit einer Dienstpistole, natürlich nicht hier mit so einer eher technisch und geschichtlich interessanten Vector CP1, sondern mit einer nagelneuen Heckler & Koch. Die sind damit ausgerüstet. Sie dürfen sie aber nur im Dienst führen. Und das gilt für viele andere auch, zum Beispiel im Justizvollzug oder Polizeibeamte des Landes Berlin. Also während die Terroristen mit dem Lastwagen über den Weihnachtsmarkt donnern und da irgendwelche Zivilisten ermorden, ist es tatsächlich eine Woche vorher den Berliner Polizisten verboten worden, ihre Dienstwaffen in der Freizeit zu führen. Das ist eine kuriose Situation, mit der muss man halt umgehen. So. Aber hier geht es nicht um Politik, sondern hier geht es ums Waffengesetz. Und jetzt sind ganz viele Vollzugsbeamte der unterschiedlichen Behörden, der Landes- und der Bundesbehörden, die die Waffen nicht führen dürfen in der Freizeit. Der normale Polizeibeamte darf es, aber viele andere Dienstwaffenträger nicht. Und dann fragen sie regelmäßig mich: Ich will einen Waffenschein. Wie bekomme ich einen Waffenschein? Ich arbeite in dem und dem Bereich im Vollzugsdienst und da bin ich den und den Gefahren ausgesetzt. So, die Antwort ist so bitter, wie einfach. Es ist unmöglich, dass du einen Waffenschein bekommst. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, auf die ich gleich komme. Waffengesetz, Paragraph 19. Ein Bedürfnis zum Erwerb und Waffe. Hier geht es zum Führen von Schusswaffen durch gefährdete Personen. Und das ist ja das, was dich interessiert. Die glaubhaft machen, dass sie wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib und Leben gefährdet sind. Also für alle, die eine Möglichkeit haben, einen Waffenschein zu bekommen, wesentlich mehr als die Allgemeinheit. In diesem wesentlich steckt das Problem. Nicht nur mehr als die Allgemeinheit, sondern wesentlich mehr. Und das können nur sehr wenige Leute nachweisen. So, für alle Vollzugsbeamten, die eine Waffe tragen wollen, ist es unmöglich, dass sie danach einen Waffenschein bekommen, weil es gibt eine speziellere Vorschrift. Das ist wie wenn du bei der Waffenbehörde einen Führerschein beantragst. Das ist nicht möglich, weil es ist jemand anders zuständig. Also, hier geht es jetzt erstmal darum, dass die Bundes- und Landesbehörden vom Waffengesetz ausgenommen sind. Im Dienst. Und hier steht jetzt was, soweit sie per Dienstvorschrift dazu ermächtigt sind, auch die Waffen außerhalb des Dienstes zu führen. Also der Zöllner, der seine Dienstpistole in der Freizeit führen möchte, der muss in seine Dienstvorschrift gucken, was da drin steht. Und ja, da steht halt in manchen Fällen leider drin, dass er es nicht darf. Also, wenn du deine Dienstwaffe privat führen möchtest, wie sagt man bei der Bundeswehr, DIN A4 links gelocht, schreib einen Antrag, begründe den mit nicht allgemein gefasst, sondern auf eine spezielle Gefahr. Nicht ich arbeite mit diesen und jenen Personengruppen und habe da Ermittlungsverfahren und so weiter und durch anwaltschaftliche Akteneinsicht kann man an meinen Namen kommen und Einwohnermeldeamt dann an die Privatanschrift. Übrigens, der Sperrvermerk beim Einwohnermeldeamt ist was man als allererstes machen sollte. Das steht tatsächlich in der Verwaltungsvorschrift drin, dass ein Waffenschein nicht ausgestellt werden kann, also sinngemäß an jemand, der nicht mal einen Sperrvermerk beim Einwohnermeldeamt hat. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall gibt es ja den Absatz 2 und der dreht sich um die sogenannten Ersatzbescheinigungen.
Personen, die wegen der wahrzunehmenden hoheitlichen Aufgabe des Bundes oder des Landes erheblich gefährdet sind, wird anstelle der WBK, des Waffenscheins oder der Ausnahmebewilligung eine Bescheinigung ausgestellt. Die Ausnahmebewilligung nach § 42 ist das Führen auf öffentlichen Veranstaltungen. Es ist nicht möglich, dass ein Vollzugsbeamter den Waffenschein für die dienstliche Gefährdung bekommt. Nur für eine private Gefährdung könnte er die kriegen. Für die dienstliche Gefährdung ist nur das möglich. Und das handhaben die Behörden ganz unterschiedlich. In der Regel wird das nicht erteilt. Das ist die bittere Wahrheit. In der Regel wird es nicht erteilt. Also, aber mein allererster Tipp, wie ich es gerade eben schon mal gesagt habe, begründe keine allgemeine Gefahr durch deine Arbeit, sondern eine ganz spezielle. Du hast das Ermittlungsverfahren gegen den Huber-Sepp geführt und der Huber-Sepp hat so und so viele Angehörige, die dir was weiß ich was angedroht haben. Und du weißt, der hat schon anwaltschaftliche Akteneinsicht. Er weiß, wo deine Dienststelle ist, wie dein Auto aussieht und so weiter. Und dann kann man da reinkommen. Und dann wird aber das allererste sein, dass man die Dienstpistole in der Freizeit führt. Jetzt kann man begründen, dass die Dienstpistole viel zu groß ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dieser wichtige Punkt kann dir tatsächlich eine Ersatzbescheinigung verschaffen, wo du begründest, die Heckler & Koch P30 ist so ein Riesentrümmer, der ist zum verdeckten Tragen in der Freizeit ungeeignet. Du willst sowas, du willst eine Walter PPS, du willst eine Glock 26, irgendwas Kleines. Das klappt oder nicht, wie ich dir schon sagte, die Chancen sind nicht gut, aber prinzipiell möglich. In der Praxis haben das Richter, Staatsanwälte und Politiker. Die bekommen die in der Regel ausgestellt. Alle anderen tun sich oft schwer damit. Und wenn du dir schwer tust, eine persönliche Begründung aufgrund von einem bestimmten Ereignis darlegen zu können, sind die Chancen nicht gut. Das wird in der Regel erfolgreich sein bei Vollzugsbeamten, die mit schwerer und organisierter Kriminalität zu tun haben und im Staatsschutzbereich. Bei allen anderen, bei dem normalen Zöllner draußen auf der Straße, sammel Daten, sammel dir, die deine persönliche Gefährdung begründen. Dann kann man da reinkommen. Alles andere, wie ich schon gesagt habe, ist schwierig. Aber geh nicht zur Waffenbehörde und beantrag einen Waffenschein. Das wird ganz bös zurück auf dich zurückfallen. Das wird hundertprozentig abgelehnt. Das prüfen nämlich in der Regel, die Waffenscheine werden in der Regel nicht vom einfachen Sachbearbeiter geprüft. Das gibt er in der Regel nach oben. Ich weiß von einzelnen Bundesländern, wo das überhaupt nicht in der Waffenbehörde entschieden wird, sondern in die Waffenbehörde vom Regierungspräsidium hochgegeben wird. Und dann auch nur nach der Einholung einer Stellungnahme des LKA, wo eine Gefahrenanalyse erstellt werden muss. Also beantrag nicht einfach einen Waffenschein, sondern beherzige das, was ich dir gesagt habe. Und dann beantrag entweder das Führen der Dienstwaffe in der Freizeit. Das wird in der Regel schon der Dienststellenleiter oder eine Stufe höher dann entschieden werden können. Und da tun sich die Vorgesetzten eher leicht, weil wenn du in einer Behörde arbeitest wie dem Zoll, wo in der Regel Ersatzbescheinigungen nicht ausgestellt werden, dann werden sich da die Vorgesetzten schwer tun, dir das zu genehmigen. Daher überleg dir gut, wie du da vorgehen willst. Und ich hoffe, das war hilfreich. Ich weiß, ganz viele Zöllner fragen es sich. Und mein Rat an euch ist ganz klar, schreibt eure Gewerkschaft an. Ihr habt auch irgendeine Gewerkschaft, ich kenne die nicht wirklich. Schreibt die an. Ich weiß, das sind Schreibtischtäter, die haben keine Ahnung von dem, was auf der Straße passiert, haben mir schon viele berichtet. Schreibt die an und sagt, es sind viele Kollegen, die dieses Bedürfnis haben, sie sollen sich dafür einsetzen. Es ist ihre Aufgabe.
ich mache das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht bei eurer Behörde, was soll ich mich da einmischen? Ich hoffe, das war interessant und ich wünsche euch nur das Beste. Ciao.